So, ihr Lieben, da bin ich auch wieder. Tut mir leid für den kurzen Break. Da hat gerade ein kleiner süßer Hund an meiner Tür rumgenitscht. Da musste ich mal fix gucken gehen. Tut mir leid. So, wir sollen uns anschauen, was hier gerade am Happenen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt wissen will, wenn ich ehrlich bin. Ist mit Sicherheit nichts Gutes. Vorsichtshalber schon mal. Revolution! Viva Revolutione! Riva beutet uns aus! Unser Lohn ist lausig! Bessere Arbeitsbedingungen für alle! Wir sind Arbeiter, keine Sklaven! Riva behandelt uns wie Vieh! Und das werden wir jetzt nicht länger hinnehmen! Es gibt nur noch eins! Wir müssen uns endlich erheben! Aber sich hinzulegen ist viel leichter, als sich zu erheben. Liebe Freunde, zur Steigerung der Arbeitsmoral setze ich für verdienstvolle Arbeiter Preise aus. Die Regeln für den sogenannten Reaver Teamgeistpreis lauten wie folgt. Erstens, jeder Arbeiter, der ab sofort eine Beschwerde auch nur murmelt, wird erschossen. Zweitens, Arbeiter, die länger als 3 Sekunden Pause machen, werden erschossen. Drittens, Arbeiter, die eine der Regeln brechen, die noch formuliert werden müssen, werden genau erschossen. Ihr könnt jetzt wieder an die Arbeit gehen. Wie ihr wisst, bin ich sehr großzügig und verteile ab sofort Preise. Also dann los, push, auf, hopp. Ich sagte ja gerade, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Deshalb sind wir hier. Ach du Scheiße. Deshalb braucht Albion euch. Euer Bruder muss verrückt gewesen sein, als er das Industriegebiet Reaver überlassen hat. Gehen wir. Ihr solltet jetzt den Bowerstone Widerstand treffen. Aber was ist mit dem Typ? Diese fremdländische Einöde. Was zum Teufel? Reaver! Den mach ich platt. Ihr seid wirklich anständig, nicht wahr? Ja, natürlich bin ich anständig. Wo muss ich entlang? Ich würde lieber weg. Ja, kann ich verstehen. Was zum Teufel geht denn hier vor sich? Wanted Page. Ich schätze, die gehört zur Revolution, ne? Hund? Was haben wir denn? Eine Grabungsstätte. Ja, die können wir später machen. Wir gehen jetzt erstmal zum Widerstand. Hier muss dringend was getan werden. Okay, ich hatte damit gerechnet, dass die Sequenz nicht sonderlich dolle wird, aber... Achso, und falls ihr so ein kleines, schepperiges Geräusch im Hintergrund hört, tut mir das sehr leid, das ist der kleine Oscar. Der sitzt jetzt nämlich unter meinem Schreibtisch und kaut eine Kaustange und, ja. Das ist ein bisschen laut, es tut mir sehr leid, aber, ja. Der kleine Gut, Fratz. Hier sollte es sein. Irgendwo hinter dieser Tür ist die Basis des Powerstone-Widerstands. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Let's go. Revolutione! Revolutione! Wie gesagt, der kleine Fratz braucht gerade ein bisschen Gesellschaft. Und, ja. In ein paar Minuten wird es auch nicht mehr so laut sein. Nur wie gesagt, falls ihr es hört, tut mir sehr leid. Ich finde es toll, dass wir jetzt so viel Zeit in Höhe haben. Wirklich. Hallo. Ich weiß nicht, wie wir... Aber es war immer zu gefährlich, hier herunterzukommen und den Rest der Gruppe zu treffen. Sie sind nicht gerade vertrauensvoll. Ja, ja, wird schon. Ich möchte gerne den Silberschlüssel. Ich möchte gerne den Silberschlüssel. Und wir müssen immer noch nach Brightwall zurück die Kiste aufmachen. Fällt mir gerade ein. Hehe. Hallo? Hallo? Die greifen uns bestimmt gleich an. Vielleicht sind wir hier falsch. Lasst uns wieder gehen. Bleib stehen! Gemacht, wenn ihr nicht schießt, okay? Sagt das eurer Begleitung. Es ist in Ordnung. Tut, was er sagt. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Ich bin Walter und das ist... Also, das tut im Moment nichts zur Sache. Wir wollen mit Page sprechen. Erschießen wir sie. Wir sind auf eurer Seite. Hört uns an. Wir reden nicht mit Spionen. Schießt! Halt! Legt die Waffen nieder. Ich dachte, ich gebe die Befehle, Kid. Tut mir leid. Ich hab's übertrieben. Walter... Ihr seid wohlauf. Und ich bin froh, dass ihr hier seid. Nun, ich habe euch nicht erwartet. Wir sollten dringend allein reden.
Na, das war knapp. Das hätte er mit Sicherheit bereut, wenn er uns abgemurkst hätte. Vollidiot. Ich hatte einen Plan, aber dann... Tja, wir mussten das Schloss früher verlassen, als ich dachte. Ja, schade. Eure Nachrichten waren immer nützlich. Ich habe etwas Besseres für euch. Mich, mich, mich! It's a me, it's a me! Hier unten einfach auch Wanted-Plakate hängen. Paige, hallo. Ich, ich weiß, wer sie ist. Müsst ihr ausgerechnet die Prinzessin hierher bringen? Sie ja. ist nicht nur Prinzessin, auch Heldin. Ach ja. Gut, gebt ihr eine Medaille. Nein, nein, sie ist eine Heldin. Wie ihr Vater. Echt? Ja. Das ändert gar nichts. Doch. Wegen eures Bruders leben wir unter der Erde. Und wegen ihm kämpfen wir. Warum soll sie besser sein? Lasst es sie beweisen. Sie müssen nicht nur mich überzeugen. Auch die Bürger dieser Stadt müssen an sie glauben können. Kein Problem. Beweist, dass man euch folgen soll. Dann reden wir. Jetzt habe ich etwas zu tun. Und ihr habt auch etwas zu tun. Ihr müsst eine ganze Stadt überzeugen. Huch. Ja, nichts leichter als das, Walti. Jetzt gehen wir erstmal mit Theresa reden und dann gibt ihr uns super coole neue Fähigkeiten. Stimmt, es wird super. Und dann gehen wir da raus und... Weißt du noch von vor ein paar Stunden? Revolution, Revolution. Und dann Melody of a President. Woo! Und dann ist gar kein Problem. Easy, kein Problem. Heute habt ihr die wahre Stimme der Bürger dieser Stadt gehört. Ihr müsst Paige und ihre Widerstandsbewegung für eure Sache gewinnen. Außerdem müsst ihr Bowerstone beweisen, dass ihr seine rechtmäßige Herrscherin sein könnt. Kein Problem. Erstmal machen wir hier die Tür auf und gucken, was es hier noch für netten Loot für uns gibt. Wir hatten hier ein gutes Elternpaket. Kind kitzeln, Kind hochnehmen, Baby knuddeln. Rabauken-Ausdrucksmittelpaket. Rodeo, Furzen auf Dorfbewohner und vulgärer Hüftschwung. Schmieden und Dingsen und Level 5. Und was haben wir hier noch? Kraftstoßzauber. Der Zauber stößt Feinde von euch fort, wirft sie gegen Wände oder Vorsprünge hinunter, um Zusatzschaden zu erleiden. Das finde ich sehr schön. Das nehmen wir mit. Ah, oh, das ist ein fünfter Handschuh. Ich dachte, es gibt nur vier. Sehr cool. Okay, und wir hatten hier noch... Theoretisch müssten wir jetzt zaubern... mehr Magie. Ah, das kostet 60. It's costing 60. Not a good. Not a good. Und das können wir dann verbessern auf Stufe 5 direkt. Da müssen wir mal gucken, was das hier kostet. Ja. Gut, aber bis zum Schloss ist nicht mehr weit, ne? Es ist nur noch eine. Da sind noch drei Kisten. Vier Kisten. Und da auf dem Weg zum Dings sind nochmal. Es dauert nicht mehr lange, meine Freunde. Also zumindest hier vom Weg her. Ich glaube, es dauert schon noch eine ganze Weile vom Spiel her. Abgeschlossene Quests, 18. Ich glaube, vom Spiel her dauert es noch eine ganze Weile, aber von der Siegestraße, da ist nicht mehr so viel. Aber wir müssen jetzt mal ein paar Punkte sammeln. Euer Heldenmut würde erneut auf die Probe gestellt, Madame. Ja, anscheinend. Wieso kehrt ihr nicht zum Unterschlupf zurück und inspiziert die Karte? Gute Idee. Dort scheinen zahlreiche Möglichkeiten verfügbar zu sein. Bowerstone Widerstand. Sammelt noch 100 Heldenpunkte, um euch die Gefolgschaft der Einwohner von Bowerstone zu sichern. Ja, ich gucke erstmal, ob es hier noch Loot gibt. Vielleicht hier hinten irgendwo. Hier vielleicht. Das sieht doch lootig aus. Nee? In den Bücherregalen vielleicht. Nein. Doch. Blumen. Toll, Blumen. Und Parfüm. Wo ist Elliot? Übrigens. Ich werde das noch ein paar Mal öfter fragen. Wo ist Elliot? Ich möchte Elliot wieder haben. Oh, oh. Geheimgang. Geheimgang, Geheimgang. Uncool. Ich mag das nicht, wenn man... Warum sind denn hier immer diese Türen, wodurch man den schönen Loot sehen kann, aber nicht hinkommt? Was soll denn der Kack? I don't like that. Hier komme ich vorbei. Aber hier komme ich vorbei.
Ist hier irgendwo noch Loot? Loot. Hier vielleicht? Nein. Hier hinten vielleicht? Nein. Schade, Schokolade. Ein Grabungsort, natürlich. Wo denn? Hier drüben? Da? Was? Hier? Hier steht auch schon ein Spaten. Aber ich kann das doch jetzt hier nicht ausgraben, was die hier mühevoll verbuddelt haben, oder? Was haben sie denn mühevoll verbuddelt? 300 Goldmünzen. Okay. Jetzt haben wir den Widerstand um 300 Goldmünzen beklaut. Ich weiß nicht, ob die das so lustig finden, aber naja, gut. Man kann es ja nicht ändern, ne? Es ist jetzt halt so. Was haben wir denn hier noch? Keinen Loot. Oh. Da können wir durchsuchen. Blaubeerkuchen. Nice. Blaubeerkuchen klingt gut. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch Loot. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Wo ist Elliot? Hat irgendjemand Elliot gesehen? Ach Mann, wo ist denn Elliot? Ey, Spitzhut, hast du Elliot gesehen? Schade. Kein Loot. Kann man hier durchgehen? Ja, man kann hier durchgehen. Ich hatte nicht erwartet, dass man hier durchgehen kann. Aber man kann hier durchgehen. Ist hier Loot. Hier ist eine kleine Schmiede drin. Cool. Wuff, wuff. Ja, ich finde es selbst. Ein Schatz. Oh, und Bombenfässer. Also Schießpulverfässer. Ein Smaragd. Ein gewöhnlicher Edelstein. Blablabla. Blablablub. Okay, hier unten ist also ein kleines Waffenlager und eine kleine Schmiede. Interessant. Was haben wir auf der anderen Seite? Guten Tag. Aha. Nix. Und nix. Cool. Ich würde jetzt erstmal hier unten die Kanalisation kurz noch durchchecken, bevor wir in den Unterschlupf zurückkehren. Einfach kurz checken, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich komme ja hier wieder nirgendwo durch. Ah, nervt. Regt mich ein bisschen auf, muss ich zugeben. So, und da geht's wieder raus. Da kommen wir nicht vorbei. Das heißt, ab in den Unterschlupf. Hallo. Ah, hallo. Guten Tag. Na, dann lass mal sehen. Wenn mich nicht alles täuscht, solltet ihr noch ein paar Anhänger anwerben. Ja. Wie wär's mit ein paar Quests? Die Leute lieben Quests. Die Leute lieben Quests. Bauerstone Industriegebiet. Haben wir eine verfügbare Quest, 4 Silberschlüssel und 5 Zwerge. Dann gibt es noch den Bauerstone Markt. Eine Quest, 3 Silberschlüssel, 3 Zwerge. In Morningwood haben wir jetzt auch noch 3 Quests. Da fehlen noch 3 Silberschlüssel und noch ein einziger Zwerg. Dann haben wir die Millfields. Waren wir in Millfields schon? Nö, 2 Quests, 0 von 7 Schlüsseln, 0 von 5 Zwergen. Da waren wir noch nicht. Dann haben wir hier Silberpine. Da waren wir auch noch nicht. Da kommen wir jetzt überall hin. Nice. Und das Abendrothaus. Denkt immer daran, dass das Königreich voller Leute ist, die euren Bruder hassen. Sie setzen all ihre Hoffnung auf einen anderen Anführer. Einen, der heldenhafte Quests erledigt, zum Beispiel. Verrückt. 4 Quests in Brightwall. Das ist doch schön. Nach Brightwall wollte ich sowieso noch. Entkommene Häftling. Nein, ich denke nicht. Aber was haben wir hier noch? Ein unheiliger Bund. Ein verheiratetes Paar aus Brightwall, seit Jahren zusammen. Hat jetzt aber genug. Vielleicht könnt ihr ihnen bei der Trennung helfen. Okay, ja, können wir machen. Was haben wir hier oben? Das sind die Zwerge. Da sind wir ja noch dabei. Die Feder ist mächtiger. Samuel, der Bibliothekar von Brightwall, benötigt eure Hilfe beim Wiedererlangen seltener Bücher, die in Albion verstreut sind. Ja, das können wir sehr gerne machen. Weil da haben wir ja schon welche gefunden, oder? Sind es nicht die, die wir schon gefunden haben? Ich glaube. Zurück nach Brightwall. Und dann schauen wir uns einfach mal um. Dann latschen wir ein bisschen durch die Gegend, machen ein paar Questen. Weil es könnte jetzt, glaube ich, eine ganze Weile dauern, bis wir mit dem Widerstand da loslegen können. Ah, jetzt ist auch endlich hier diese Tür offen. Hallo. Heiliger Stempel, ihr seid Hallo. Es. Die Heldin, die den Reliquienraum betrat und überlebte. Schön, euch wieder in der Akademie zu sehen. Ja, it's me. Vom Moment an, als wir uns trafen, wusste ich, dass ihr den wahren Wert des Wissens und der Bildung versteht.
Darin unterscheidet ihr euch unter anderem von eurem Bruder. Ja. König Logan hat die Akademie geschlossen und unsere Gelder gestrichen. Ich weiß nicht, ob Bildung für ihn Zeitverschwendung ist. Oder eine Bedrohung. Oder beides. Euer Vater meinte, die Akademie solle Informationen ordnen und allen verfügbar machen. Und ich teile diese Ansicht. Ja. Wir haben viele Bücher, doch viele bleiben verborgen. Werden sie nicht gefunden, ist ihre Weisheit für immer verloren. Die Akademie braucht wie das Volk von Albion eine Heldin. Yeah. Helft ihr uns, jene seltenen Bücher zu finden? Aber natürlich. Eine weitere Sammelqueste. Dank sei den Göttern der Urkunden. Die Akademie wird wieder blühen. Mhm. Sie ist zwar noch auf königlichen Befehl geschlossen, doch darum kümmern wir uns schon noch. Wenn ihr auf euren Reisen ein Buch findet, dann bringt es mir und ich werde es gut verwahren. Ich kenne einige und habe für sie bereits Auslagen vorbereitet. Ihr müsst sie nur an den richtigen Ort legen. Okay, 3 von 30 haben wir schon gefunden. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber immerhin etwas. Ein neues Buch für unsere Sammlung. Ich werde es später mit Freude lesen. Da haben wir noch eins. All die eintreffenden Bücher erwärmen mein Herz. Ich kann euch nicht genug danken. Gerne, gerne. Und hier haben wir noch das dritte. Oh, fehlen immer noch 27. Noch ein Buch für die Akademie. Wie wunderbar. Aber mir sagen, wo ich welche finde, tut er nicht, oder? Ne, ich kann auch hier nichts. Okay. Ich schätze, da haben wir dann später auch immer noch was zu tun. Ja, die will ich auf jeden Fall finden. Ich will das auf jeden Fall completen hier. Das ist auf jeden Fall eine Mission. Mal gucken, ob hier wieder jemand Geld versteckt hat zwischen den Büchern. Oh ja, sehr gut. So, dann wollen wir doch mal die nächste Queste angucken. Ich mag Brightwall. Ich würde jetzt einfach hier noch ein bisschen gucken. Ich mag das kleine Dörfchen. Jetzt ruckelt es hier wieder. Wenn wir aus der Akademie rauskommen, fängt es immer an zu ruckeln. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, ich weiß, hier ist ein Schätzlein. Aber ich muss ja erstmal hinlaufen. Deswegen sind wir doch hier, Hundilein. Der 10er-Schatz. Wir können ihn jetzt nämlich öffnen. Ich bin sehr happy. Ich bin gespannt. Was? Was? Willkommen im Unterschlupf. Waren da gerade 50.000 Münzen drin? Lust auf ein bisschen zählen? Was? Jetzt ist es rechts und links voll, aber nicht nach oben? Wie viele Münzen brauchen wir? Wow. Wow. Da waren einfach 50.000 Münzen drin. Na, Heimatland. Nice. Ich mag Münzen. Münzen finde ich gut. Hahaha. So, wie kommen wir da hin? Hier über die Brücke, ne? Ja. Oh je, das kann ja lustig werden. Oh, bitte, mein Schatz, es tut mir so leid. Ich mache es wieder gut. Das habe ich schon mal gehört. Bei den ersten Enttäuschungen war eure Unbeholfenheit ja noch irgendwie niedlich. Aber das hat sich inzwischen längst abgenutzt. Oh je. Oh, Schatz, bitte. Es tut mir leid. Lasst uns nicht streiten, das ist furchtbar. Öde meint ihr wohl. Vielleicht wäre es interessanter, wenn ihr mehr Mumm hättet. Hat er nicht gesagt. Oh, vor unserer Hochzeit war mein Mann noch süß und lieb. Doch jetzt ist er sauer und verbittert. Okay. Er kommandiert mich herum. Er meckert. Schrecklich. Es ist schrecklich. Aber bei meiner Scheidung bekommt er die Hälfte meines Vermögens. Also recht viel. Oh, wäre ich doch jemand anders. Oh, Moment. Okay. Was, wenn er jemand anderen hätte? Wenn jemand wie ihr um ihn werben und ihm sagen würde, sie sei reicher als ich. Er würde die Scheidung wollen, um zu heiraten. Und ich wäre frei. Oh,
Natürlich müsstet ihr ihn nicht wirklich heiraten. Gleich nach der Scheidung verlasst ihr ihn einfach. Oh, dann würde ich zu gern sein Gesicht sehen. Ach, ich weiß, es klingt scheußlich. Aber es könnte meine Rettung sein. Macht ihr es? Weiß ich noch nicht. Ich dachte, Crockett sei langweilig. Verglichen mit der Ehe ist es berauschend. Er ist schon scheiße. Komm, wir probieren es. Bitte helft mir mich. Ich will nicht... Ihr macht es? Oh, das ist das einzig Gute, was mir seit Jahren passiert ist. Okay. Er ist drinnen. Da könnt ihr anfangen. Ich gehe dann so lange in die Schenke. Ach, es sollte nicht allzu schwer sein. Mhm. Ihr geht rein, schmeichelt ihm, schenkt ihm Schmuck und er gehört euch. Okay. So war es bei mir. Also sollte das jetzt eine böse Tat sein, dann müssen wir ganz vielen Kindern ganz viel Geld spenden gehen. Hallo? Was ist denn? Sagt nicht, dass ihr über irgendwas reden wollt. Oh, verzeiht. Ich dachte, ihr wärt meine Frau. Hm. Wie konnte ich jemanden wie euch nur mit jemandem wie ihr verwechseln? Naja, das kann ich für euch tun. Interaktion starten. Okay, ja, ich drücke A. Tanzen. Hallo, Vincent. Ja, oh. Hallo, kleiner Vincent. Hui. Oh nice, wir könnten uns auch einfach mit 99 Leuten noch anfreunden. Crockett sei langweilig. Und ein Klatschspiel und ene mene Mopel. Wer frisst Popel? Toll. Oh, super. Kauf einen Rubin? Ich glaube, ich spinne.